Bist du etwa neidisch? Ja, ich wäre auch lieber am Leben. Gerne intelligent. Krieg ja keinen Endbuff von Solarius immer. Krieg ja immer nur Dornen. Ja. Damit mich keiner umarmen kann. Einsamer Igel. Juhu! Seid ihr schon hier? Ja. Ich hab jetzt auch den Port hinter mir. Ich sehe euch noch gar nicht im Lager. Ah, jetzt ist Port hier. Atmen. Ja, Jordl ist draußen. Wo? Draußen. Draußen rauchen. Oh, guck mal, hier ist ein Kindergarten. Oh, Kinderjordl. Wie sind die nur aus dem Keller rausgekommen? Jordl, weg von dem Kindergarten. Weg. Du hast da nichts verloren, Fräulein. Fräulein, wenn's mal so wäre. Hey Jace, die Hintertür wird offen bleiben. Und die Leute? Naja, sie wurden zur Arbeit gezwungen. Die meisten entkamen. Die meisten? Und der Rest? Gott. Kaum vorstellbar. Man kennt das Risiko dieses Lebens. Aber dass wirklich jemand sterben könnte? Wir tun, was wir können, Jace. Wir haben heute ein paar Leute verloren. Aber da draußen sind noch Hunderte, die auf uns angewiesen sind. Ja. Natürlich. Danke für alles, was Sie tun. Für all diese Leute. Und für mich. Klar. Ich gehe wieder an die Arbeit. Wer atmet denn so? Jordl. Informieren Sie mich über Ihre Fortschritte. Wir haben jetzt Rosenarsch getötet, damit die Hintertür von Jace offen bleibt. Ja. Komisches Spiel. Das ist aber genau das, ja, was passiert ist. Und den würde ich am liebsten auch erschießen, so devot wie der ist, ey. Ja, Rosebud. Jetzt kannst du Rosebud angreifen, wenn du willst. Aber wir müssen ja noch die zwei anderen machen. Es geht ja um den Virus. Ich muss jetzt erstmal zum Shop hier. Ja, geh erstmal. Ja, ich will auch zum Shop. Wo ist der? Wo ist der? Hier bei Maria. Ah, da ist Maria. Maria, Maria. Zeig mir, was du hast, du Gestörte. Da ist nicht so gemein zu Maria. Eine Waffe mit der Blaupause anfertigen. Ach, das Danke. Ist eine Tutorial-Mission. Ich weiß. Weil rein theoretisch kann ich jetzt MK2 herstellen. Theoretisch? Ne, das sagt mir irgendwie... Oh, was ist das jetzt schon wieder? Das ist die nächste Mission, aber du musst die nicht annehmen. Da kannst du später wieder meckern. Hä, schalten Sie den nächsten Rang im Fertigkeitsmenü frei, habe ich doch gemacht. Im Fertigkeitsmenü musst du erstmal die kleinen Sachen unten alle voll machen und dann kannst du auf MK2 erst upgraden. Waffen. Was wollt ihr jetzt machen? Das Ausstatten. Fuck, ja. Ich hab das Falsche gewählt. Ballistischer Vorteil. Ach, da gehe ich lieber zu der Tuse und baue auch mal was zusammen. Waffentechnisch habe ich nämlich gerade nichts.
habe ich viel Kram gesammelt, ey. Was brauchen Sie denn? Das ist eine MP, das will ich nicht. Obwohl ich glaube, das ist ja auch eine MP. Aber ist nicht schlimm. Passt das schon. Das steht irgendwann dran. Ja, ja. Das Scharfschützengewehr da drin ist mit 47 oder eins mit 55. Ich glaube, das ist total egal. Weil Waffen kaputt machen so toll ist. Dachte ich mal, ich mach das jetzt mal eben 10.000 Mal. Boah, ist das teuer. Was denn? Ein Unterlauf mit 10.000, aber ich kauf's mal. Er muss gut sein. Der ist nur teuer, das muss nicht gut sein. Junge, du hast keine Ahnung vom Leben. Anscheinend. Aber vergesst nicht, das Panoramavisier dran zu machen. Hab ich schon. Dann ist ja gut. Ich habe schon Angst gehabt. Was? Ich habe kein einziges Standardwaffenteil bekommen, obwohl ich so viele Waffen auseinandergenommen habe. Du bist bestimmt einfach nur krass. Plus 4, 3, 3, plus 1. Habe ich noch eine Sniper? Nein. Dann nehme ich mal jetzt auseinander. Ob du noch eine Sniper hast? Ich habe das nämlich geskillt, dass ich mehr Ersatzteile bekomme. Dann ist das so. Ja. Oh doch, hier habe ich noch eine. Das muss eine. SVD. Ist eine SVD 63? Das ist doch kein. Keine Sniper, war? Ich steht doch dran. Besten Sachen. SVD 63 ist ein Sniper, siehst du doch. PSG ist das. So gesehen ist das Waffenlevel egal, bei Headshot ist Headshot, egal bei welcher Waffe. Naja, das stimmt. Nee, nehme ich nicht, meine ist besser. Teilweise hatte ich Sachen hier schon gekauft, das hat sich wieder zurückgesetzt. PSD Präzisionsgewehr, sagt der Chat. Vielen In der Dank, Wohnanlage Ettrick im südlichen Teil der Region von New Stirling. Die Wohnanlage Ettrick ist an der Küste, es ist das nördlichste Haus im Dorf. Erweitertes Magazin. Standardmündung. Schalldämpfer. Das hier könnte Wohnanlage sein. Solide Auto. Mhm. Und sonst das andere ist nicht im südlichen Bereich.
Digitale Zoom-Op. Sehr schön. Ich verlasse jetzt das wundervolle Gebiet hier. Warte doch. Ich gehe auch nur schon mal vor die Tür. Ja. 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 Durch die Tropfsteinhöhle. Oh, ich krieg direkt Druck auf die Blase. Zwei Tropfen. Ja, dann geh du jetzt schnell auf Klo. Ja, ich bin ein alter Mann. Ja, du kannst ja trotzdem kacken gehen. Das Problem ist aber, ich werde geschändet, wenn ich jetzt auf Toilette gehe. Ich kenne das ja von euch. Nur Barat hat dich vergewaltigt. Ihr habt mich gemeinsam vergewaltigt. Wenn du nichts tust, wenn du eine Vergewaltigung siehst, hast du das mit vergewaltigt. Das Schaf. So. Hey, Baratur fehlt. Ja, Baratur, wo bist du? Weiter Flug nach A. Baratur hat seine Sachen auch noch nicht eingefärbt. Sind alle, überhaupt ja. Alle drin? Ja. Ja. Gut. Es ist schon wichtig, dass wir auch ein bisschen mit Style hier rumlaufen. Nicht so. Junge, ich werde nachher richtig heiß aussehen, ey. Warum? Hörst du auf zu spielen? Wo kann ich denn sehen, wo ich B gesetzt habe? Ja. Ach, da. Er macht komische Geräusche. Kann gar nicht sein, sagt er jetzt. Ich bin im Menü, ich muss meine Ausrüstung anpassen. Er kann rosa für 500 oder so freischalten, das kostet nichts, die Farbe. Ja, das ist wirklich primitiv. Du bist primitiv. Ich bin mal kurz in der Küche, solange wir fliegen. Bei mir fliegt ihr nicht beim Heli, bei mir fliegt ihr hinten rum. Sehr schön. Ja, wir sind alle im Hubschrauber, passt schon. Nee. Ich bin in der Küche. Ah. Jetzt habe ich auch mal einen Bug gefunden, dass Pascal so ansteckend. Warum stürzen wir ab? Weil er ausgestiegen ist. Hä? Warum bist du rausgesprungen? Weil Jordan in der Küche ist. Hast du nicht rausspringen können, wo ein anderer Hubschrauber in der Nähe ist? Ich bin rausgesprungen, wo ein Biwak ist, damit ich hier einen neuen Hubschrauber ordern kann. Kann man hier Munition ordern? Das habe ich nämlich gar nicht gemerkt durch diesen Bug. Ich habe einfach nur gehört, oh, Heli ist am Abkacken. Hä, wo bin ich denn hier? Sind wir abgestürzt oder was? Ja. Das ist nicht ganz korrekt. Sam-Batterie. Du bist abgestürzt. Kann man hier keine Munition ordern? Du wirst automatisch aufgefüllt von Munition her, wenn du auf dem Biwak bist. Das ist jedenfalls das, was ich mitbekommen habe. Hast du auch ein Riesending bestellt? Ganz normalen Helikopter habe ich bestellt. Mit dem wir jetzt die Anlage einfach sprengen werden, mit Atomwaffen. Oh, ich will ans Geschütz. Ja, mach mal direkt alle aufmerksam auf uns. Das war ich nicht, Mann. Ich steig gerade erst ein. Wo ist denn der Letzte da hinten? Ich habe meine Wasserflasche noch aufgefüllt, Mann. Die müsste nach dem Biwak aber auch aufgefüllt werden. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte mir, komm, ich fülle das Wasser einfach mal auf. Bevor Solarius auf mich schießt. Oh, es war echt eine doofe Idee, den Helikopter zu kaufen. Ja, warum hast du es gemacht? Weil ich dachte, wäre ja eine ganz schöne Sache. Aber ich glaube, ihr werdet einfach wie bekloppt rumballern jetzt. Nein, Mann, wir sind Freunde. Du bist der Einzige, der verdächtige Geräusche macht. Baratur entdeckt.
Oh, die nicht ballern wieder. Verstärkung angefordert. Ja. Kann man mal machen. Läuft bei euch, ey. Ich glaube, ich kann unseren eigenen Hubschrauber anschießen. Also hier drin in dem Heli habe ich durchaus echt krasse Grafikfehler. Gab es den auch in schnell, den Hubschrauber? Das ist, was er kann. Wow. Da laufe ich ja schneller. Dann steig aus und lauf. Kann ich wirklich nochmal in die Küche gehen? Nein, mach das nicht! Warum? Dann stürzen wir ab. Ja, dann stürzen wir ab. Gesundheit. Oh, ich hab so Durst und Hunger. Er schießt sie da unten mal, nehmen wir den Helikopter, der schneller ist. Da sind ein bisschen mehr als zwei. Kannst du andersrum, dann kann ich schießen. Na, ah, der Helikopter ist eh kaputt. Ja, da war so ein Dicker, ich musste drauf schießen. Guck, was aus der Welt geworden ist. Haufen Felder. Was ist da denn? Und kein einziger, der arbeitet. Guck mal, Trump hat es geschafft, die Mauer zu bauen. Ja, du bist nur auf der falschen Seite. Sind wir bald da? Ja, 2 Kilometer. Ach, sind wir bald da? Ja, mal, hätte ich mir noch was kochen können, ey. Du hättest noch Wäsche aufhängen können, ja, für Kochen. Oder irgendwas geil. Anderes. Boah, geht doch ein bisschen Uno spielen hinten, ey. Wir spielen doch schon Uno, Mann. Boah, wir sollten niemals Mensch ärgere dich nicht im Real Life spielen. Das endet mit Toten. Nur virtuell. Geil. Ob ich die Rotoren voll das Tourette durchs Gesicht ziehen, ey. Guck mal, die schönen Weinfelder hier. Ja. Ich hoffe, da ist die richtige Wohnanlage jetzt. Ja, ist es. Woher willst du das wissen? Weil es mir angezeigt wird. Ah, weil du nicht im Erkundermodus bist, sondern in dem Kindermodus. Junge, beruhig dir erstmal. Geh in die Küche jetzt. Nö, jetzt will ich nicht. Wir haben eine Polizeidrohne hier. Okay. Huch, was war denn das? Er schießt die Leute doch einfach, wenn ihr schon anfangt zu ballern. Ich hab doch gar nichts gemacht, Lan. Lan? Hast du jetzt echt Lan? Hast du mich gelannt? Bring mich nicht zum Lachen. Du alter Opa. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das mein Schuss war. Aber der Sniper hat mich jetzt gesehen. So, der ist jetzt aber jetzt tot. Nice. Theoretisch, wenn du alles recht schnell umnietest, hat die KI keine Chance. Elite-Einheit und kein Umzugsunternehmen. Ja, das bezweifle ich. Da kommt ein Auto. Geh auf Tür. Hättest du mitgeschossen, hätten wir das geschafft. Kommt einer rein, vorsichtig. Der ist schon bei dir verkauft. Hab.
mich schnell wiederbeleben. Da kommt noch einer. Habe ich wieder Verstärkung angefordert. Du musst dich nicht eben holen können. Ich versuche dich eben zu heilen. Rücke vor. Ach, da unten ist der Typ, der die Verstärkung die ganze Zeit ruft. Shit, den sieht man wirklich nicht von hier. Wo ist der Typ? Andere Anlage, weiter im Süden. Ich werde gesehen, Drohne. Kommt noch ein Auto. Patrouille tot. Ich scanne das Gebiet einmal. Verstärkungsfut. Ah, okay. Keine Tankos mehr verfügbar. Na, ich glaube, es ist alles tot. Worauf schießt Jordel da? Ich habe auf die Beleuchtungsanlage, also die Bewegungsmelder oder was ist da waren, geschossen. Ja, auf der Wodeanlage praktisch neben uns. Und zu den auf dem Berg, Jordel? Ne? Ja. Was hat mich denn jetzt entdeckt? Dein Freund. Ja, Wohnanlage Ettrick. Also irgendwo kriegen wir hier Informationen oder sonst irgendwas. Hey, du, wo ist Maderas Haus? Einen schönen Tag. Eine Idee, wo ich diese Ausrüstung finde? Hier können Sie finden, wonach Sie suchen. Danke. Passen Sie auf sich auf. Hat der bei euch zwischendurch mal geflinkt? Nö. Nee. Mehr Häuser. Ja, da unten das Haus war ich jetzt drin. Hallo, Dr. Wolfenstein. Das oder das. Ja, ich glaube, ich habe das Haus gefunden. Auf jeden Fall sind lauter Fundorte da drin. Ja, warte, ich komme auch. Sehr schön.
Foto von David in Rollstuhl. Ach du Scheiße, das sind da viele Sachen. Der Nachbar, der letzte, der Madeira gesehen hat. Folgen wir den Brotkrumen. Jetzt müssen wir mit den Nachbarn reden. Aber irgendwo hier war, glaube ich, noch eine Drohne oben drüber. Ja. Da war sie. Ah. Ich glaube, wir hätten nicht mal irgendwen töten müssen hier in der Anlage. Weil es direkt das erste Haus war. Ja, und der Nachbar ist auch einfach nur das nächste Haus. Oh, Entschuldigung, ich habe... Ich habe, ja, Sprache. Sequenzkram. Redekram. Oh, ich habe sie schon eine Weile nicht mehr gesehen. Eines Tages ging sie fort. Ich habe gehört, Sentinel hätte jemand Neues, der ihre Arbeit ohne sie fortsetzt. Und wo könnte sie sein? Sie hat öfter diesen Daigoro in Auroras Parlament getroffen. Es klang, als wäre er einer dieser Demonstranten. Danke. So, Sachen nachschlagen. Sehen sich die Aufklärungsdaten an. Parlament von Aurora. Paula Madeira ist eine der Schlüsselfiguren in der Erschaffung des Virus, der den Drohenschwarm davon abhalten wird, Leute am Verlassen des Aurora-Archipels zu hindern. Scale möchte, dass sie nach Eubin gebracht wird, bla bla bla. Madeira verschwand, nachdem sie Diagora im Parlament von Aurora getroffen hat. Es ist im Zentrum der Region Liberty. Es ist inmitten einer großen Stadt. Liberty. Ach da. Ja, es wird ja wahrscheinlich genau hier in der Mitte sein, das Ding. Yay, auf nach Liberty City. Anscheinend. Nehmen wir einen Hubschrauber? Ja. Wir nehmen natürlich einen Hubschrauber. Was willst du denn sonst nehmen? Wir nehmen den Hubschrauber, der hier ist. Damit Solaris nicht am Rummeckern ist wieder, warum der Hubschrauber so langsam ist. So ein Sonntagsding da, ey. Das ist kein Sonntagsding, das ist einfach ein militärischer Helikopter. Erstmal trinken. Ja, dann gönn dir erstmal ein. Gönn ich mir auch. Wer ist noch im Dorf? Solarius. Komm, was für ein Service, ey. Weil ich dich da direkt abhole. Ich weiß nicht, ob wir einfach in der Stadt landen können oder ob wir einfach, keine Ahnung, wie es sein wird. Das werden wir gleich wissen. Müssen wir einfach schauen. Ach nee, jetzt lande ich nicht für die Nebenmission.
das könnte jetzt gleich sehr interessant werden. Ich lande auf dem Golfplatz am besten. Bis jetzt ist immer alles cool. Krieg näher ran. Da jetzt durchkämpfen, 700 Meter. Wirklich? Wenn ich jetzt da vorne lande und wir werden abgeschossen, dann heißt wieder, sind alle kaputt und alle sind... Du bist kaputt. Alle sind schon wieder alarmiert. Dann bist du direkt wieder am Heulen. Ich weiß doch, wie das läuft. Anstatt, dass ihr mal eine schöne 700 Meter Stadtpanoramatour mit mir macht. Ich will nicht sterben. Bitte, ich schwöre. Doch, doch ein Auto. Das ist jetzt scheiße. Ja, das hat dich gesehen. Ach, ihr rennt schon vor, während ich hier ausgaut, okay. Was für eine Schlagzeile oder für den Haupteinsatz Aufklärungsdaten sammeln? Sag mir alles darüber, was ich wissen sollte. Los! Hey! Ich habe alles gesagt, was ich weiß! Weiter. Ich hätte einen Haupteinsatz genommen. Ja, ich kann auch Nebeneinsatz noch machen. Nicht schreien. Wer hängt diese ganzen Poster auf? Oh! Kacke! Ich schwöre, ich weiß nicht mehr als das! Ich fürchte, dieser Fotograf wird ernsthafte Probleme bekommen, wenn... Ach so, dieses Poster. Utopia. Oh, was ist das denn für eine feine Kiste? Das ist ein Brückes Bier. Ich glaube, hier im Bett, im Zimmer haben welche Sex. Ja, ja, aber ich habe ihn erschossen. Der hat den Schuss nur gehört, weil er an ihm vorbeigeflogen ist. Ja, A hat's nicht interessiert. Au. Oh. Sind wir hier im Stahlwerk oder was? Ja, ich rück dann auch mal vor. Ja, Pascal ist der Sniper, der ist in der richtigen Position. Rücke vor. Vier Leute, Patrouille, kommt die Straße hoch. Bitte einfach weiter in die Mitte gehen. Beim Hubschrauber sind welche, aber die haben uns nicht gesehen. Wir rennen da hinten rum, macht Jordel. Oh, kommt aber von der anderen Seite. Hab ich erwischt. Hubschrauber irgendwo. Ja, über uns. Die Patrouille haut wieder ab. So, Baratur ist da, Pascal ist da. Willst du dich jetzt da mit den Windboxen, dass du einfach weiter in die Mitte gehen? Ich habe auf die anderen gewartet. Wie in einem Team. Für die Freiheit, ne? Wir kämpfen noch alle für die Freiheit. Wir dürfen deshalb machen, was wir wollen. Für die Freiheit. Ja, für die amerikanische Freiheit. Für die Freiheit, irgendwas erschießen zu dürfen. Sieht fast aus, als wenn wir hier runtergehen müssen. Komm, ich scanne einmal. Da musst du nicht so Angst haben. Wie du gesehen hast, hast du nichts gesehen. Ich glaube, da vorne ist die Frau. Können wir die Kiste vorher holen? Ja, blaue Pausenkiste, ey. Darüber geht nichts. Ah, ne, hier sind mehrere Leute, die Informationen wahrscheinlich haben für uns. Nicht weinen, ich bin nur hier, um dich zu töten. Der Schmerz geht schnell vorbei. Ich will nichts tun. Ich muss diese
Ich suche nach jemandem, der auf den Namen Daigoro hört. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Mehr weiß ich nicht. Danke, das weiß ich zu schätzen. Fotos Gefangenenlagers. Wo diejenigen festgehalten werden, die von Sentinel gefangen wurden. 1,9 Kilometer ist ihr neues Ziel. Ja, das wird wahrscheinlich das Gefängnis sein. Gefangenenlager befindet sich im westlichen Teil der Region Liberty. Ja, kommt hin. Man kann es vom Bird Hill aus sehen. Und hier ist doch bestimmt in der Nähe jetzt ein Helikopter, den wir nehmen können. Nö. Gut. Sag mir was. Ich stand, glaube ich, gerade neben dir. Nee. Okay, ja, hier in der Stadt selbst gibt es keinen. Es sind doch noch 700 Meter bis zu unserem alten Heli. Jo. Man kann es vom Bird hier sehen. Achso, da ist das. Ich sehe es schon. Ihr lasst euch ja die Icons einblenden. Ich muss es auf der Karte suchen. Nein, ich lasse mir nichts einblenden. Wenn bei dir irgendein Icon kam, dann ist das bei dir ein Entdeckermodus aus. Fahrzeug oben kommt. Ein gelber Punkt. Von ja. Ehrlich, ich habe auch. Ich habe keinen gelben Punkt, ich habe gar nichts. Mir wurde nur gesagt, wo es in etwa ist, dass ich das auf der Karte markieren muss. Fahrzeug. Können wir doch einfach sprengen, oder? Also nicht sprengen, sondern die ausschalten und das Fahrzeug nehmen. Dann fahren wir zu unserem Heli einfach. Ach, ich liebe das. Synchronizität nicht vorhanden. Haben alle erwischt. Da ist noch ein Dicker links von uns. Ist doch egal, warum hast du den nicht erwischt? Weil ich den noch nicht angegriffen hab. Das sind zwei. So, los fahren. Vor uns Gegner. Wir werden gesehen. Meinst du, das Hauptgeschütz ist ein bisschen laut? Okay, wir fahren wohl doch nicht. Ja, ich bin auf Beifahrersitz. Ich habe nicht gedacht, dass ich jetzt fahren soll. Du fährst ja die ganze Zeit. Das heißt aber nicht, dass ich die ganze Zeit fahren will. Oh. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Rechts rum. Rechts. Rechts so. Da oben steht da unser Heli. Okay. Hä? Wo ist der? Ja, da vorne aussteigen. Ah ne, das ist gar nicht unser Heli, das ist ein anderer. Aber den können wir auch nehmen. Oh, ich habe keine Munition mehr. Wurde getroffen von Sniper. Lass uns in den Heli einsteigen. Los, los. Go, go, go. Rotor läuft. Go, 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 go. Das war knapp. Oh, da war noch eine Kiste, kannst du noch mal kurz zurückkriegen? Natürlich, ich drehe eben um. Wenn du diese Kiste willst, musst du wohl wiederkommen. In der ganzen Stadt waren Kisten verstreut. Denk mal schon, dass das da vorne das Gefängnis ist.
Sieht sehr nach danach aus. Von wo wollt ihr das haben? Oh mein. Ja, du willst nur in eine Richtung und so. Ja, ihr scoutet ja dann mal. Kann nicht mehr scouten. Na doch, ein bisschen schon. Hier stehen so rote Pömpel in der Gegend rum. Wenn ich scoute, werde ich von Solaris gefühlt. Ich muss ja alles töten. Irgendeiner muss es ja machen. Ja, aber vorher muss man mal wissen, wo die Gegner stehen. Die melden sich dann schon immer. Die schießen auf einen und weiß man, ah, alles klar, du wirst erschossen. Ich bin gerne ein Mensch, ich weiß es gerne vorher. Fahrzeug kommt, Vorsicht. So, bin einmal rumgeflogen. Aber alle hast du nicht gesehen. Wahrscheinlich nicht, nein. Alle werde vermutlich auch ich nicht sehen. Weil ein paar drin sind und wahrscheinlich rauslaufen zwischendurch. Wie kleine Mösen. Wer wurde denn jetzt schon wieder bemerkt? Ich wurde hier von dem Fahrer bemerkt. Upsala, scheiße. Ja, ich sehe es. Oh. Okay, okay. Es gibt Anzeichen für Feindaktivität. Ey, ich hoffe, irgendeiner von Ubisoft entwickelt mal Splinter Cell für ein Vierer-Koop. Wo wir leise sein müssen. Natürlich, jetzt kommen die alle auf einen zu. Verstärkung angefordert. Ist das lustig? Ist doch noch gar nichts Schlimmes passiert. Ich habe mich nur gewundert, dass das Ding, wo ich normalerweise, wo sogar im Bild ein Schalldämpfer dran ist, kein Schalldämpfer dran ist. Wieso hast du denn einen Schalldämpfer auf? Kümmert ihr euch denn um das Auto? Okay. Ich wechsle Waffe. Meine Spasten sind ausgestiegen. Ein Geschütz hat auf mich gefeuert. Hui! Okay, kampfunfähig. Und nicht wieder. Ich hol Barator wieder. Nein, ich hol mich selbst. Alles gut, alles gut. Gebe. Oh, da ist was zum Bluten für mich. Sorry. Du musst kurz warten. Ja, man muss Prioritäten setzen. Na, komm her, Polizeidrohne. Oh, das ist so undankbar mit Sniper. Tja, ich hab's gemacht. Ein Sniper ist das geilste überhaupt. Learn to play. Da kommt einer zum Hubschrauber. Oben auf der Hubschrauberplattform ist ein Gegner und eine Polizeidrohne. Ja, ich bin direkt unten drunter. Die Drohne ist noch oben, der andere ist tot. Kannst du deine Drohne da hochschicken und mich wiederbeleben? Oder ist das zu gefährlich? Warte. Bleib liegen. Hab den Mörser deaktiviert. Hab dich.
Das war wieder richtig geil taktisch. Gefällt mir. Wir sind ja jetzt drin. Taktik. Schlimmer kann es ja nicht mehr sein. Na doch, also das nächste Mal sollten wir den Schall einfach direkt abnehmen. Das macht doch mehr Schaden, dann kann ich besser fließen. So, ich komme jetzt auch rein. Okay, ist jetzt auch sicher, Jörl, einigermaßen. Ich habe von draußen mit Baratur alles abgeknallt. Verteidigungsgeschütz zerstört. Den Computer. Der ist nicht hier. Ich glaube, ich habe... Nee, nicht die letzte Wache. Scheiße, der wird verstärken. Wie komm ich denn hier hoch? Wird wahrscheinlich irgendwo ein Eingang sein. Ja, oder ich kletter einfach hier. Ich hab ihn. Bleibt in Deckung! Das ist noch nicht vorbei! Das war ein schöner Klang. Und tot. Will ich einbauen, ist, dass man Fundstücke teilt. Das ist halt, weil jeder muss alles selbst antatschen. Obwohl du in der Gruppe unterwegs bist. Ja, immer den Leichen nach, dann findet man den Weg. Ja, sie wurde woanders hin verlegt und jetzt? Muss ja hier irgendwo sein. Irgendjemand hat was zum Reden gefunden. Kennen Sie Paula Madeira, die Drohneningenieurin? Was sagten Sie? Sie baut Drohnen. Wie die, die über die ganze Insel fliegen und Leute umbringen. Hey, egal was Sie gehört haben, sie arbeitet bestimmt nicht für Sentinel. Sie gehört zu uns. Sie ist mutig wie eine Löwin. Und sie ist eine Outcast. Warum hat sie denn überhaupt Drohnen gebaut? Wer sind Sie eigentlich? Ganz ruhig, ich bin ein Freund. Ich war in einem der abgestürzten Helikopter. Gehen wir an einen sicheren Ort. Dann können wir reden. Also Gefängnis ist durchaus ein sicherer Ort. Sicherer geht kaum. Gut, dann bringen wir den mal dahin. Ja, muss ja einfach raus. Ach, das hat dieses Gefängnis weg. So leere ist Erinnerung mit mir. Was? Ja, weg das Gefängnis? Solarius Erinnerung, weil wir waren ja schon mal im Gefängnis zusammen. Ach ja, ey. Ausbruchsspiel. Rücken an Rücken. A way out, Junge. Ich glaube, mich verlaufe nicht mehr raus. Ah. Immerhin bin ich schon mal auf dem Dach. Irgendwo. Also hier soll es noch irgendwo ein I sein, aber das finde ich ja, nicht. Ja, das Informations-I finde ich auch nicht. Verdammt, hier darf ich nicht drüber hüpfen. Ah, ja. Hier kann ich eine Zelle öffnen. Ah, okay. Ah, das ist vielleicht in einer der Zellen, das I. Und da würde man es deponieren, würde ich sagen. Ja, du kannst die aufbrechen.
Weil man ein krasses Schnittchen ist. Oh. Und wer hat's gefunden, der Jordel? Nee, hab ich nicht. Nee, Barat hat morgen frei von mir bekommen, der muss mir kein Frühstück machen. Hä? Ja, wir bringen den jetzt nur noch zum Abholpunkt und dann ist Feierabend für mich. Na gut. Scheiße. Nur noch 3,6 Kilometer. Ja, wenn Pascal jetzt natürlich sagt, ja gut, dann laufen wir das mal zu Fuß, dann sage ich am Arsch, dann bringe ich den direkt um. Na, wenn jemand einen Hubschrauber besorgt, ich bin draußen mit dem. Ja, Hubschrauber ist draußen. Wir haben noch mehrere Hubschrauber draußen stehen. Ah, hier war der Eingang. Da ich Hubschrauberfliegen jetzt hier noch nicht gelernt habe, lasse ich es besser bleiben. Ich bin hier hinterm Gefängnis im Westen. Da ich hab grad. So, wir sind am großen Helikopter. Sollen wir dich abholen? Ja, der ist ja bei mir, hier im Westen, hinterm Gefängnis. Aber das ist so ein langsamer Helikopter. Ist doch egal, reicht doch mal. Wir haben ihn. Na komm, du Zivilist. Da sind wir so ja ein bisschen schneller. Wenn ich den Helikopter seitwärts fliege. Wir können auch ein bisschen Ballast abwerfen. Stimmt. Tschüss. Ja, wenn wir durch den Tunnel fliegen, ist kürzer. Was sollten denn diese Zahlen da? 27 und 53 und 7. Welche Zahlen? Das Ausrüstungslevel. Ja, ich glaube Ausrüstungslevel der Gegner teilweise auch. Ja, also ich sag mal, ich habe durchaus gesehen beim Aufklären, dass bei den Gegnern mir so 40 angezeigt wird und ich sag mal, wenn du unter diesem Level bist, brauchst du halt, denke ich, mehr Schüsse, um den Gegner zu töten. Ja, außer du schießt in den Kopf, weil das ist egal. Kopf tötet immer. Ausrüstungslevel. Praktisch sowas wie ein Item-Level aus WoW. Das Spiel wird oder dich Gearscore. Halt dementsprechend, wie viel Zeit du dafür investierst, wird dich das packen oder nicht? Also nein, es ist halt die Frage. Ich find's gut. Ich find's ganz in Ordnung. Ja. Es ist halt nicht perfekt, es ist halt immer noch kränkelt an so ein paar Ecken. Aber es könnte schlimmer sein. Also besser als Wildlands Start ist es jetzt auch nicht geworden. Aber es gibt halt, es fehlt die Evolution so ein bisschen. Also wirklich so, was bahnbrechend ist. Es ist halt Wildlands ein bisschen der Versuch, besser zu machen. Aber an manchen Ecken hat es halt nicht so gut funktioniert. Deshalb wird es auf jeden Fall Zeit brauchen, bis es wirklich so gut ist wie Wildlands letztendlich, denke ich. Verraten Sie mir, ja, wo Parliament Air ist? Sie ist ein guter Mensch. Ich finde sie auch okay. Was wollen Sie von ihr? Wir arbeiten daran, einen Sektor von Drohnen zu säubern. Dafür brauchen wir ihre Hilfe. KI ist nicht ganz so schlau. Das liegt aber vielleicht daran, dass wir auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Wir spielen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Also ich habe den höchsten Schwierigkeitsgrad eingestellt. Ich auch. Also wissen wir, wo sie ist. Ich nehme an, sie ist Sentinels Joker für das Killer-Drohnen-Programm. Dreckskerle! Sie holen sie da raus, ja? Ist mir egal, um welchen Preis. Bleiben Sie locker. Ich mach das schon. Dafür fand ich eigentlich, weil das Wildlands bedeutend steriler war, jedenfalls von der Missionsgestaltung. Mir haben auch diese Sequenzen nicht gefallen daraus. Ich fand die halt total irrelevant. Gut, ich melde mich jetzt ab. Baratur! Und morgen früh um 8 machen wir weiter vor der Arbeit? Da bin ich schon längst auf Arbeit. Da müssen wir halt um 5 spielen. Ja, genau. Eine halbe Stunde und dann ab geht die Luzi.
Das Interface ist schrecklich. Also ich glaube, das ist auch ein Problem für viele. Das Interface ist halt wirklich die Hölle. Selbst wenn du das mit der Maus steuerst, dass die, wie die Missionen aufgeteilt sind mit diesem komischen Ding, ist einfach super ätzend gemacht. Ich habe keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Auch Missionen zu teilen und so weiter ist total nervtötend. Und gute Nacht, bis morgen. Gute Nacht, Baratur. Gute Nacht, Baratur. Du musst ja nicht im Hub sein. Theoretisch kannst du auch die ganze Zeit beim... Ja, du gehst zum Hub und redest mit den Haupttypen und dann bist du halt wieder weg. Aber das Ding hier finde ich super kacke. Auch mit, ja, du musst irgendwelche Aufklärungsdaten jetzt zusammenfügen. Übrigens, die ist so alt wie ich. Schrecklich irgendwo. Dann klickst du dich durch 8000 Sachen. Ich will gar nicht wissen, wie es auf der Konsole läuft. Ach, die eiserne Lunge ist passiv. Dann machen wir das. Ja, schön. Dann müssen wir gucken, wann Barato wieder Zeit hat. Also ich weiß, morgen ist er ja geblockt. Deshalb werden wir morgen bestimmt was anderes machen mal. Ich muss ja auch noch Search 2 weiterspielen. Und ich werde jetzt meine Wohnung... Ob jemand sich aufregt, wenn ich jetzt noch sauge? Ist doch erst 11 Uhr und wir haben Freitag. Ach, das muss ich morgen früh machen. Ich habe hier auch schon um 3 Uhr morgens Sachen rumgeschoben. Auf Konsole läuft es solide. Das Menü meinst du? Was ich auch nicht verstehe, die Leute sagen immer, ja okay, du hast keine Immersion, weil du hast halt diese Extremspieler, die wollen halt sowas wie einen echten Survival-Modus haben. Und dann bauen die sowas nicht ein. Du kannst das HUD zwar irgendwie ein bisschen verändern, kannst halt ganz viele Sachen rausnehmen, dass du halt immer mehr selbst drauf achten musst auf die Umgebung, aber bist irgendwie an Elemente gekoppelt, die du auf jeden Fall brauchst, wie zum Beispiel diese scheiß Anzeige, welche Mission du machst eigentlich. Die habe ich ausgeblendet, aber ist halt super kacke, da muss halt immer wieder ins Menü reingehen. Anstatt dass sie wirklich so einen Modus anbieten würde, der nicht nur extrem Schwierigkeitsgrad hat, sondern halt auch eine gewisse maximale Immersion an Realismus. Also soweit es geht. Und selbst wenn du das zusammenzimmerst, was eingeblendet ist und was nicht, ist es halt immer noch kacke. Ich weiß, dass du mit Tab das wieder einstellen kannst. Das ist, wenn du das dynamisch einstellst, dann bleibst du ausgeblendet, bis du es halt entweder einblendest oder bis es benötigt wird, situationstechnisch. Zum Beispiel kannst du ja das HUD komplett ausblenden. Ist total geil, weil du nicht aus der Hüfte zum einen mehr, also du hast ja gar keinen Anhaltspunkt, wenn du aus der Hüfte schießt, das ist auch noch okay. Aber als Aufklärer hast du diesen Granatwerfer und so weiter und hast dafür keine Einblendung mehr, wohin du schießt. Was natürlich total scheiße ist aus der Hüfte, wenn das Icon weg ist für Markieren, wo du in etwa hinschießt. Und was dann das Beste ist, dieser Werfer für die Drohnen oder für Granaten oder sonst irgendwas hat ja keine Ego-Sicht über Kimme und Korn. Also hängst du da und machst so nach Gefühl, schießt du irgendwo hin ohne irgendwelche Informationen. Und du rutscht am Hügel nur aus, wenn du Ausdauer verbrauchst. Also das Schlittern verbraucht Ausdauer. Das ist am Anfang recht viel. Du lernst das passiv später, dass du dabei nicht so viel Ausdauer verlierst. Und das ist ein ganz schön hoher Wert. Ich glaube 80% oder so weniger. So, jetzt mache ich aber erstmal Aufnahme. Ende. Habe ich mir ein bisschen ausgelassen.